Sportart. Eine Präzisionssportart, die auch in der Schweiz auf immer eine grössere Fangemeinde zählen darf, ist weitaus mehr, als was man sich landläufig darunter vorstellt. Wie schwierig der Umgang mit den kleinen Pfeilen wirklich ist, die LEZ ist bei einem Training vom Dart Club Rangers Steel Dart in Dübendorf dabei gewesen. In Dübendorf im Prestige Bowling Center trainiert der Rangers Dart Club Steel Dart. Sie trainieren jeweils am Mittwochabend und bereiten sich auf die Meisterschaftsspiele jeweils vor. Im Moment steht der Dart Club Rangers Steel Dart auf dem ersten Tabellenplatz in der Nationalliga B. Einer von ihren Spielern ist der Felix Schirz. Er spielt seit rund 4 Monaten beim Club. Angefangen hat der Dartspieler im Jahr 2010 und seit 7 Jahren spielt er auch Turnier. Er erklärt, wie er dann zum Dartspielen kam. Ja, ganz klassisch. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Hat mich sofort begeistert. Die Größe von dem Sport, die Zuschauer und natürlich Topstars wie der Phil Taylor. Ja, das ist eigentlich so da. Aktuell ist der Felix Schirz Nummer 7 von der Schweizer Rangliste. Ihm faszinieren vor allem zwei Sachen im Dartsport. Also, sicher mal eine Konzentrationsfähigkeit, dass man sich sehr gut konzentrieren kann auf eine lange Distanz. Dann auch die Konstanz, also wie konstant ihr könnt spielen auf auch sehr lange Matches. Das sind eigentlich so die zwei Sachen, die mich sehr begeistert. Nummer 1 der Schweiz spielt ebenfalls bei den Dübendorfer und ist der Thomas Junghans. Er ist zudem auch der Vizepräsident des Vereins. Er findet wie der Felix Schirz auch, dass die grösste Schwierigkeit sei, die Konzentration oben zu behalten während dem ganzen Spiel. Die mentalen Spiele mit dem Gegner gibt es beim Dartspiel aber auch. Ja, gibt schon Spielchen, die wo man machen kann. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen langsamen Gegner habe, dann versuche ich halt das Tempo anzuziehen, dass er vielleicht in den Rhythmus von mir reinkommt. Muss halt aufpassen, dass man sein Spiel dadurch nicht kaputt macht. Oder wenn jetzt ein schneller Spieler ist, dann macht man halt extra langsam, dann lässt man sich Zeit. Das sind so die bekanntesten Spielchen, die man macht. Beim Dart ist das Ziel, 501 Punkte so schnell wie möglich abzuspielen. Zwei Spieler spielen mit jeweils 3 Pfeilen abwechslungsweise. Mit einem Abstand von 2,37 m wird auf Dartscheibe geschossen. Am Anfang ist vor allem wichtig, dass man oftmals dreifach 20 trifft. Das, weil das 60 Punkte gibt und damit die höchste Punktzahl ist, die man im Tag punktuell machen kann. Am Schluss, zum Fertigwerden, muss man immer mit einem Doppel aufhören. Vom Thomas Junghans haben wir wissen, ob er vor dem Spiel jeweils eine gewisse Nervosität gespürt. Also ich bin eigentlich gar nicht nervös vom Wettkampf. Das geht dann erst los, wenn die Auslosung geschehen ist, wenn die Gruppen stehen, also wenn im Prinzip das Turnier startet. Wenn ich mein erstes Spiel habe, dann kommt so die innere Unruhe, ein bisschen Nervosität. Und ja, was kann man machen? Atemtechnik, um den Puls runterzubringen. Und dann halt auf sich selber konzentrieren. Die Sportart Dart wird in der Schweiz immer beliebter. Trotzdem ist es immer noch eine Randsportart. Vor allem fehlt es an Juniorenspielern. Der Präsident des Rangers Dart Club, der Sven Gut, weiss, was es bräuchte, um junge Spieler in den Dartsport zu integrieren. Sicher braucht man, wenn man Junge will generieren, braucht man die Unterstützung der Eltern, dass sie die Leute hier anfahren, dass sie sie begleiten. Was man auch braucht, sind die Finanzen, dass von der Stadt aus etwas kommt, ein Zustopf. Weil alleine kann man das nicht stemmen als kleiner Club. Weil wir haben kein eigenes Lokal. Man braucht ein eigenes Lokal, dass man permanent spielen kann. Da sind wir darauf angewiesen auf die Öffnungszeiten. Das nächste Ziel des Dart Club aus Dübendorf ist der Aufstieg in die Nationalliga anzuschaffen. Wenn man gerne mal Dart ausprobieren oder sonst einen Verein sucht, um aktiv mitspielen zu können, kann man mit dem Rangers Dart Club via Webseite Kontakt aufnehmen und ein Training besuchen.